Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Widget. Ja, eigentlich wollte ich gestern dieses Video schon machen, aber gestern habe ich es leider nicht mehr geschafft zeitlich, deswegen folgt es heute. Es ist 1. Dezember, beziehungsweise 2. Dezember, aber hey. Und was heißt das für die Shakes and Widget Welt? Es heißt, es ist Winteranfang. Oh ja, Winteranfang heißt so viel wie, es gibt schöne neue Pets zu finden. Wow. Echt, das ist perfekt. Es ist genau 6 Uhr, wenn ich mit meinem Video anfange. 6 Uhr in der Früh. Das ist mein Wecker, der mich wecken soll, aber ich bin ja schon wach. So, genau, es ist Winter und wir haben hier 4 Winterpets, die wir finden können. Ich habe mir hier zwar dazu geschrieben, Nacht nur Winter, also aber diesen Kollegen, den Schneegrim, den habe ich auch am Tag gefunden. Ich habe sie alle schon gefunden. Wie gesagt, ich wollte gestern das Video machen, aber ich habe sie gestern alle schon entdeckt und habe aber kein Video mehr dazu machen können. Scheiße gelaufen. Genau, also diese Pets sind alle tagsüber findbar. Ich weiß nicht, warum bei mir Nacht steht. Entweder ich habe mich verschrieben oder es ist einfach eine falsche Aussage oder es ist einfach irgendwas verbuggt. Ich habe keine Ahnung. Also diese können wir alle finden, wenn sie schon freigeschalten sind in den Habitaten. Deswegen lösche ich das hier alles mal raus. So. Und dann ist noch ein weiteres Pet findbar. Moment, jetzt gehe ich schnell hier rein. Ja, super. Das sind ganz tolle Quests. Und dann machen wir noch hier schnell einen Angriff. Versuchen wir es bei Moon. Den werde ich zwar ziemlich sicher verkacken. Jawohl. Okay. Und jedes Mal, wenn ich aufnehme, sind die Server scheiße. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit Servertrennung. Ich sollte nicht mehr aufnehmen, ihr merkt es schon. So, ich lösche das hier nur schnell raus, damit die Liste bereinigt ist. Was man auch noch finden kann, ist, wo ist er denn? Hier ist das Rentier. Das ist Antler, Licht, Selten, Ohrring, Weihnachten. Kann man das ganze Weihnachtsevent über finden. Und das Weihnachtsevent ist jetzt, also kann man das jetzt auch finden. So einfach ist das. Den habe ich auch schon gefunden. Und jetzt hat irgendeiner in der Gilde geschrieben, dass er 6 Pets gefunden hat. Das heißt, entweder man bekommt irgendein Pet, was überhaupt nichts mit dem Event zu tun hat, oder man kann jetzt dieses Pet auch schon finden. Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe Rocky noch nicht gefunden. Allerdings habe ich das auch erst erfahren, als ich gestern meine Alu schon fertig hatte. Also besteht vielleicht die Möglichkeit, dass im Immernachtswald Rocky findbar ist. Allerdings weiß ich das nicht. Vielleicht ist es auch ein anderes Pet. Wie ihr seht, es bleiben nicht mehr viele Pets übrig. Das dürften jetzt noch 9 sein. Da kann ich euch... Das ist so zum Kotzen. Mann, da will ich einmal aufnehmen und dann ist dieser Scheiß hier immer... Okay. Ruhig, Blacky. So, genau, Pets. Wenn wir schon bei Pets sind, dann können wir heute noch mal einen letzten Angriff starten. Schatten, tschüss. Boah. Naja, Fäusten ist schon genug gefüttert und ich habe hier auch noch jede Menge Früchtchen übrig. Also ich habe gerade Inventarprobleme, deswegen bin ich in der Festung auch wieder am Edelsteinmine ausbauen. Ich habe jetzt die Schatzkammer zwischendurch auch noch eins hochgezogen und die Edelsteinmine läuft jetzt. Die beiden ziehe ich immer so ein bisschen so nebeneinander jetzt plötzlich hoch. Also ich wollte ja eigentlich erst, ist hier ein Immernachtswald? Nein. Aber hier ist ein ziemlich guter Quest dabei, den nehme ich einfach mal an. Ich wollte ursprünglich in der Festung die beiden erst das Gebäude hochziehen, damit ich Platz habe und dann das. Allerdings hat sich das jetzt so ergeben, dass ich so viel im Inventar habe, dass ich die Mine so lange laufen lasse. Boah. Das gibt's doch gar nicht. Nein, ich ziehe das jetzt doch. Dass ich die Edelsteinmine so lange ausbauen lasse, bis ich genug Steine habe. Dann baue ich die Schatzkammer aus und während die Schatzkammer ausbaut, schmeiße ich dann die ganzen Steine in. Das kann nicht wahr sein! Okay, ich reagiere jetzt einfach nicht mehr drauf, der will mich nur ärgern. Und während die Schatzkammer ausbaut, schmeiße ich dann die ganzen Steine, die ich erwirtschaftet habe, ins Klo. Genau, das ist mein Plan. Wobei ich ja sowieso noch Epics habe. Und apropos Epics ins Klo. So, schauen wir da mal. Da haben wir einen Geschickhelm. 562 auf alle Attribute. Boah, da kann man mal den nehmen. Das gibt sich nicht sonderlich viel. Ja, das gibt sich wirklich nicht sonderlich viel. Egal. Weg mit dem Scheiß.
Ja, gibt sich wie gesagt nicht viel. Okay, gut, dann haben wir das soweit. Was ich mal tun könnte, ich könnte. Das müsste ich an einem Epic Event am besten machen. Da könnte ich dann ein paar Tränke erblättern. Natürlich. Ich habe gesagt, ich ignoriere. Das ist mir komplett egal. Mach das ruhig. So. Sortieren wir mal die Steinchen neu. So. Genau, wir haben ja mittlerweile die Edelsteinmine um 2 Stufen nach oben gebracht. Was heißt das für mich? Die besten Steine, die ich bisher gefunden habe, waren so um die 570, waren schon ziemlich die besten, die ich gefunden habe. Also wenn ich mir das hier anschaue, 570 war schon gut. 570 auf Stärke waren ziemlich gute Steine, die ich gefunden habe. Und jetzt habe ich schon einen gefunden, den habe ich allerdings schon verkauft. Der hat über 600 gebracht, 602 oder so. Hier ist auch keine Quest von Immernachtswald dabei. Dann nehme ich weiter eine kurze Quest an. Vielleicht kommt ja einer. Genau. Also wie gesagt, das muss sehr interessant für euch sein, zum Zuzusehen, wenn das hier so scheiße läuft. Oh Gott. 602 ist drin für 2 Stufen. Das sind 30 pro 2 Stufen. Das heißt, ich werde am Schluss so auf 700er Steine kommen, wenn ich die Mine auf so ungefähr 17 hab. Ich muss gucken, ob wann die Steine noch bezahlbar sind. Ja, ich weiß nicht. Auf 20 kann ich es halt nicht ausbauen, weil dann sind die Steine, glaube ich, zu teuer. Und dann kann ich nicht dreimal täglich Steinchen machen. Aber wie gesagt, bevor ich das hier final hochziehen werde, muss ich diese beiden sowieso auf 20 haben. Denn das wird mir natürlich dann auch noch mehr Ressourcen geben. Also ich denke, später werde ich meine ganzen Ressourcen, ich habe alle komplett nur noch in die Edelsteine reinballern. Denke ich mal. Aber ich brauche die Ressourcen auch für sonst für nichts anderes. Wobei ich gehört habe, die sind bei den Kosten runtergegangen. Sekunde, ich guck mal kurz. So, da sind wir wieder mit einem heruntergefallenen Server. So. Immernachtswald habe ich gesagt, ne? Ja, das ist jetzt natürlich super. Die werden schon noch eine Quest finden. Ab und zu benutze ich zurzeit auch die Sanduhr, wenn ich die Quest schnell vorbeigehen lassen will. Weil ich gerade irgendwas anderes im Kopf habe. Okay. Machen wir das mal schnell. Es ist im Grunde wie Happy Hour Questen, nur dass man nicht den faden Beigeschmack hat von ich verbrate hier gerade 10.000 Pilze. Okay. Dennoch. Ich möchte eigentlich nur einen Immernachtswald Quest haben. Gut, aber so einen kurzen Quest überspringe ich nicht. Okay, was ich euch zeigen wollte. Ursprünglich war das hier die Angabe für die Steine auf der Stufe 20. 33 Millionen und 5,4 Millionen. Das haben sie mittlerweile reduziert, hat mir jemand geschrieben. Und das wurde, glaube ich, auch hier schon eingearbeitet. Genau, es ist runtergegangen auf 18 und 3 Millionen. Allerdings möchte ich am Tag nicht einen Stein haben, sondern ich möchte am Tag 3 Steine haben, weil ich 8 Stunden dafür arbeiten. Also die Mine läuft ja 8 Stunden dafür. Das heißt, es sind fast 60 Millionen und 10 Millionen. Es wird trotzdem noch knapp an einem Tag 60 und 10 Millionen. Also vielleicht mache ich es auf 20 und bekomme dann täglich nur noch 1 oder 2 Steine. Ich weiß es noch nicht, wie ich das genau machen will. Ich meine, ich habe noch das Glücksrad, das ich täglich drehen kann. Das gibt mir auch ein paar Ressourcen, aber es gibt mir halt nicht so viele Ressourcen, dass ich davon unendlich viel Steine bekomme. Ja, so, was haben wir heute in den Kopfbedeckungen? Nee, danke. Weg und weg. So, Level steht auch bald an. Sehr nice. Deswegen werde ich, wie viel habe ich denn von den Sanduhren der Ungeduld? Ich könnte vielleicht jetzt sogar ein paar Quests überspringen, dass ich jetzt noch mein Level bekomme. Und dann könnte ich, noch skillen und, naja, genau. Genau, was ich zeigen wollte, war Folgendes. Und zwar habe ich gestern in der Früh ganz schnell das hier gemacht. Ich habe mir alle Pets geholt, die man meines Erachtens holen kann. Also diese 4 Winterpets und das Weihnachtspets. Und hatte 91 Pets und war damit kurzzeitig Beste auf dem Server. Das hat sich nicht lange gehalten. Aber immerhin, ich war für einen ganz kurzen Augenblick, hatte ich die meisten Pets auf dem Server. Und das ist ziemlich cool. Mittlerweile sieht das Ganze allerdings etwas anders aus. Ja, mittlerweile haben die Leute sogar schon 93 Pets und ich bin nur bei 91 Pets. Naja. Allerdings muss man auch sagen, dass die mit 93 Pets, die werden höchstwahrscheinlich diese zwei hier haben. Naja.
Diese drei werden die wahrscheinlich haben. Naja, wobei. Der und. Was ist denn das Letzte, was man noch haben kann? Ich habe keine Ahnung, vielleicht doch irgendwie das hier. Weiß ich nicht, was das sonst sein sollte. So. Und das verkaufen wir. Genau. So sieht es aus bei mir. Dann habe ich eigentlich alles gesagt und getan, was ich machen wollte. Wollte ich noch irgendwas zeigen? Wollte ich noch irgendwas zeigen? Ich habe ins Klo. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das gemacht. Da kann man mal ab und zu mal neue Gegner anschauen, wobei es mittlerweile nichts mehr bringt. Ich lasse mich in der Ehrenhalde der Festung wieder fallen. Und zwar ziemlich tief. Angegriffen, wie ihr seht, wurde ich schon länger nicht mehr. Ich ersticke hier quasi an Ressourcen. Wenn ich nicht mehr angegriffen werde, dann hätte ich auf jeden Fall, wenn ich die Mini irgendwann auf 20 habe, ziemlich viel Polster, sage ich jetzt mal. Wenn das so weitergeht, ich werde dann vielleicht noch über 1 Million oder 2 Millionen oder 3 Millionen kommen. Dann könnte man tatsächlich überlegen, die Mine auf 20 auszubauen. Denn das wäre schon sehr rentabel. Ja, genau. Ansonsten glaube ich, war es das erstmal für diesen Part. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Sammeln der Winterpets. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Blacky.